sauer ist auf diesen Mann. Ja, natürlich, das ist keine Frage. Deswegen habe ich ihn auch suspendiert, ist ein bisschen hart. Ich habe ihn nicht nach Lustenau mitgenommen zum Spiel, habe ihn vorläufig beurlaubt. Und über das Thema müssen wir am Montag eben reden. Aber die Türe ist nicht zu. Nein, nein. Also die Türe ist nicht zu. Aber Sie haben sich in der Öffentlichkeit, haben Sie sich ja keineswegs auch nach Ihrer Auswechslung in München, die ja letztlich der springende Punkt war, negativ über den Trainer oder den Club geäußert, sondern das muss ja intern passiert sein. Ja, es war so, dass ich natürlich zornig war, dass ich in der Kabine mal ganz einfach Luft verschafft habe. Da war aber der Trainer absolut nicht im Raum, das heißt, es muss irgendjemand gewisse Sachen aus der Kabine dem Trainer transportiert haben. Wer genau das war, was das genau war, habe ich noch nicht hinterfragt. Das ist auch zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich entscheidend. Wie gesagt, ich habe jetzt auch erfahren, dass am Montag darüber gesprochen wird. Bis jetzt war mir nur bewusst, dass ich suspendiert bin, dass ich eben nicht am Training teilnehmen darf. Alles vorübergehend, wann sich diese vorübergehende Phase beenden sollte, das hat man mir nicht gesagt. Jetzt dann hoffe ich doch, dass man dann irgendwer Bescheid gibt, ob er am Montag bei irgendeiner Erklärung dabei sein sollte oder nicht, aber werden wir sehen, wie das weitergeht. Ich könnte mir ja vorstellen, dass einige Clubs bei Ihnen sozusagen schon Schlange stehen. Gibt es Interessenten, die jetzt diese Situation bei Rapid ausnützen wollen? Ja, das mag sein, aber das steht für mich überhaupt nicht zur Diskussion im Moment. Ich gehe davon aus, dass man da trotz allem eine Klärung herbeiführen kann und dass ich weiterhin Rapid-Spieler sein werde. Das heißt, für Sie, auch für Sie ist die Tür zu Rapid keineswegs zugeschlagen, trotz dieser Suspendierung? Der Trainer hat mich suspendiert. Es war kein Schritt von mir. Ich wäre zum Treffpunkt gekommen, ich wäre nach Lustenau mitgeflogen. Diese Beurlaubung, wie es der Trainer jetzt gesagt hat, hat er ausgesprochen oder der Verein ausgesprochen. Von meiner Warte aus gibt es überhaupt kein Problem, dass ich bei Rapid weiterspiele. Wenn der Verein das der Meinung ist, dann wird das auf jeden Fall dieses Vertrags erfüllt werden. Es hat ja einige Auswechslungen von Ihnen gegeben. Haben Sie so ein bisschen das Gefühl, dass Sie demontiert werden sollten? Naja, ich weiß nicht. Demontiert möchte ich nicht sagen. Es ist natürlich auch so, es ist ja mein Ausraster jetzt in München nicht aufgrund dessen passiert, weil es das erste Mal war, dass ich ausgetauscht worden bin, sondern es ist eine Folge von mehreren Auswechslungen und ganz einfach von für mich nicht ganz nachvollziehbaren Handlungen vom Trainer. Das ist ja klar, das habe ich auch besprochen mit ihm. Und dermal war es mir eben zu viel. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe mich in der Öffentlichkeit und den Medien gegenüber absolut korrekt verhalten. Und deswegen sehe ich da kein Problem, was in der Kabine passiert. Sollte normal in der Kabine bleiben. Es haben auch einige Fans bei uns angerufen. Auch die Spieler haben sich für Sie ausgesprochen. Also vielleicht gibt es da Anfang nächster Woche doch eine Einigung. Schauen wir uns jetzt aber das Spiel in Lustenau von Rapid an. Die Hütteldorfer haben ja